Aber es wird sich, schätze ich mal, hier dann irgendwann komplett ausdehnen und alles auffüllen. Ja, zumindest bis hierher den Stadtrand ziehen, so wo es so ins Gebirge geht, ein bisschen. Ja, so, wo war ich jetzt da? Ja, nein, ich dachte, vielleicht sollte ich auch nochmal in Tropico vorbeischauen. Also jetzt in unserer Stadt. Tropico nicht, Tropico 4. Let's play. Ah, das hat auf jeden Fall noch nicht genügt. So. Dann haben wir natürlich auch die Frage gestellt, darf man unter ein endlos Let's Play schreiben abgeschlossen? Bin ich mir bis heute nicht sicher. Ja, von dem her war City XL natürlich auch eine lustige Wahl, genauso wie alle anderen Spiele, mit denen ich angefangen habe. Alle endlos. Ich sag euch, falls ihr mal Let's Playen anfangt, Vorsicht mit endlos, weil, ja, wie der Name schon sagt, ist immer schwierig aufzuhören, weil irgendwie, ja, man hat kein Ziel, wo man sagt, da höre ich dann auf. Und man hat einfach auch das Gefühl, wenn man irgendwo mittendrunter aufhört, dann ja, hat man auch ein paar Zuschauer enttäuscht oder so. Ich in dem Fall jetzt mit der Season-Unterteilung, die sich hoffentlich ein bisschen rumgesprochen hat, habe jetzt weniger ein schlechtes Gewissen und jetzt mit dem Nachfolger sowieso erst recht nichts. So. Ich glaube, jetzt werde ich die Drohung wahrmachen und da anfangen, Stadtrand zu bauen. Ja, das mache ich jetzt noch. Da so in die Hügel rein. Bisschen dünner das Ganze. Ich hoffe, das rächt sich nicht, wenn es zu dünn ist. Also den Hügel darunter, da soll keiner wohnen, aber da dann hätte ich vor, so mittlere, geringe Dichte. Ich noch ein bisschen rumbasteln dran. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon rauskommt, was ich haben will. Ich weiß es selber ehrlich gesagt noch nicht ganz hundertprozentig, aber es soll halt wie gesagt ein bisschen Stadtrand-Feeling haben. Ab und zu zwischendrin mal ein bisschen größeres Gebäude wieder streuen. Muss ich dann noch schauen, wie das optisch ausschaut, ob ich das noch ein bisschen dichter zubauen muss. Eventuell so Buslinie schon wieder überlastet. Welche ist es diesmal? Die da, ja. Also Busnutzung steigt, das ist schön. Außer der Linie 4, da fährt überhaupt keiner. Muss ich mal schauen, was mit der Linie 4. Wo ist Linie 4 unterwegs? Die fährt da. Der will gar keiner fahren. Okay, naja. So, dann wird es da irgendwann eine neue brauchen und irgendwann wird es auch einen neuen Terminal brauchen, weil ich kann nicht alle hierher zurückführen. Also, wenn sich die Stadt dann nach unten da weiter ausbreitet, wird es eben, wie gesagt, einen neuen Terminal brauchen. Ich denke, könnten wir zumindest für die Zwischenzeit mal einen kleinen machen. Gibt es ja auch die für drei Stationen. So, irgendwo, wo man gleich umsteigen kann. Da, da wären nämlich zwei Haltestellen schon. So, dann. Mal da das ganze neue Gebiet ein bisschen abdecken. Zumindest zum großen Teil. Ah, da wäre schon eine Haltestelle. Ja, passt. Sehr gut. Mal schauen, ob das genutzt wird. Lass ich mal auf Mittel, sehen wir dann. So. Freie Stellen, immer noch bei den Ungelernten. Achso, ja, da wurde gerade eingezogen noch. Ja, das muss ich mir ein bisschen anschauen. Vielleicht ein bisschen so mit Gärten oder so.
Beziehungsweise, was ich auch schon längst mal wieder machen wollte, das habe ich früher gern gemacht. Und zwar so kleine Straßen. Einfach nur, also nicht wundern, was ich da jetzt gerade mache. Ich weiß, das schaut ein bisschen wild aus, aber es wird sich hoffentlich gleich erklären, was ich vorhabe. So, und zwar einfach, um eine Eingrenzung zu haben für Dekorationen. So, und dann kommen die Straßen wieder weg. So, dass es quasi so Grünflächen gibt, wo keine Straße rumführt. Weil so gestalte ich immer gerne ein bisschen die Vorstädte, weil gerade speziell hier in der Wüste finde ich, also sollen auch so Art Gärten dann mehr oder weniger darstellen. Und gerade hier in der Wüste, da finde ich, braucht man das fast. Weil wir hier schon direkt am Wüstenrand leben. Ich mal nicht. So. Passt. Mal schauen, ich denke, das schaut halbwegs nett aus. Ja, nicht schlecht. Ja, passt. So. Immer noch 120. Dann würde ich sagen, gibt es hier noch ein komplettes Wohngebiet. So, dann schauen, dass wieder irgendwas Mangel. Einzelhandel, alles klar. Mal schauen. Naja, da unten habe ich ganz vergessen, Geschäfte zu bauen. Schaut's denn aus, wem gefällt es denn aller nicht? Naja, jetzt eigentlich so schlimm ist auch wieder nicht. Der ist nur da am Rand. Da ein bisschen, da baue ich mal zwei. Vielleicht genügt das schon. Dann Strom minus 1. Das heißt, wir brauchen auch noch ein Kraftwerk. Und ja, so Mängel ausgleichen immer wichtig, weil die Unternehmen dann einfach mehr Profit machen können. Jetzt können wir schon ein großes jetzt schon, das wäre ja vorher schon. Und hier in Desert, dann wäre es natürlich total toll, gelegentlich mal. Man braucht alles 500.000 noch, das Sondergebäude zu bauen, das mehr Strom produziert oder mehr Industrie oder was auch immer. Mal schauen, ist da vielleicht schon irgendwas freigeschalten? Nein. Nein, gibt es noch gar nichts. Okay. So, Strom. Dann Hightech haben wir noch einen Überschuss. Ah, ich bin genau auf Null. So. Schwerindustrie haben wir jetzt 3. Das heißt, da könnten wir jetzt noch ein bisschen was oder eigentlich nicht trauen, die restliche Schwerindustrie da oben abreißen und gegen Produktionsgewerbe ersetzen. Schauen wir mal. Und vielleicht geht sich dann eh schon aus, dass ich so viel habe, wie ich haben wollte. Wir werden sehen. Was soll ich da für ein Gebäude stehen lassen? Schwerindustrie, okay. Na. So. Mal schauen. Ah, jetzt verschiebt es natürlich wieder ungünstig Richtung. Wir brauchen qualifizierte Arbeiter. Das vergesse ich immer, wenn ich Industrie abreiße. So, nicht vergessen, da verläuft dann die Hauptstraße. Die ziehe ich mir gleich raus, sonst übersehe ich das. So. 8% freistellen bei den Führungskräften. Was habe ich denn da jetzt schon wieder gebaut? Ah, das Kraftwerk. Okay, das Kraftwerk passt. Wo habe ich die angesiedelt? Da, die wollte ich auch noch umziehen, genau. Habe ich auch vergessen. Ja, ich denke, das ist dann was für
wirklich ein anderes Mal. So, mal schauen, ob das schon genügt. Ah, sogar 8% Arbeitslosigkeit, das heißt, das war 1 zu viel. So, und da gibt es noch freie Stellen. Dem komme ich noch nach. Was soll ich denn noch dazu bauen? Da wird dann noch Stadtrand entstehen. Ja, dann baue ich hier noch weiter. So, da sind ein paar Versorgungsgebäude. Da wird dann schon Randgebiet sein. Da baue ich dann lieber die Ungelernten. Dann nach links raus. Das wird dann so... dann der Stadtkern für die Harunden. Das heißt vermutlich... keine Ahnung, wie viel zu viel. Ganz vergessen, dass ich da große Gebäude gerade baue. So, wann gäbe es die da? 150.000, ja, das wäre eigentlich gar nicht mehr weit weg. Das wäre nicht mehr so weit weg, weil ihr seht auch, die gleiche Fläche aufziehen mit den kleineren Gebäuden und man hat immer diese Innenstraßen. Da könnten wir dann auch wirklich gelegentlich mal einen Haufen Straßen und Kreuzungen sparen mit Umbauen. Also teilweise kann man sich hier absolut trauen, Straßen rauszureißen, wie jetzt, ja, und einfach die Gebäude an den Rand zu versetzen. Auch kommt auch auf den Notizzettel für mach ich mal so. Okay, bin ich gespannt, ob die Rechnung aufgegangen ist und wir jetzt 2 Produktionstokens zu viel haben. Das wäre eigentlich der Plan. Immer noch freie Stellen, schau an. Doch verschätzt. Schaffe ich es doch noch genau auf die 150.000, so wie es ausschaut. Ja, und irgendwann wird es dann auch brauchen, dass man wirklich größere Straßen baut. Also im Moment geht es noch, sag ich mal, mit dem ganzen Busverkehr, Busverkehrsnetz und so, braucht man keine größeren Straßen noch, aber irgendwann würden wir dann nicht drum rumkommen. Ja, aber das werde ich mir alles zusammenschreiben und auch die ganzen Kommentare nochmal alle durchgehen, die ihr geschrieben habt und wirklich mal schauen, was so aussteht, was wir mal 2012 mal machen können. Zum Beispiel Autobahn, das fehlt noch, habe ich noch nicht gemacht. Dann eben zum Beispiel jetzt hier in der Stadt ein paar Kreuzungen loswerden und so. Ja. Einiges vor fürs 2012. So, jetzt schaut es mal gut aus. Tokenbilanz, 3 Schwerindustrie, 1 Produktionsgewerbe. Okay, das heißt, da fehlt noch was. Ein bisschen was fehlt noch und dann kann ich mit der Stadt mal abschließen. Dann nutzen wir die restliche Zeit, um die anderen Städte durchzuschauen. Und da kommen wir auf die 150.000 noch, also ist auch, sag ich mal, nett. Das noch zu schaffen am Ende von der Season, am Ende vom Let's Play, wie auch immer. Und ich möchte nicht zu oft sagen, das Ende des Let's Plays von City6L. Ah, schau, hohe Dichte, wer sagt's denn? Weil es geht ja weiter. So. Hohe Dichte und ein Haufen anderer Gebäude. Sollen wir die noch anschauen vielleicht? Ja, könnten wir noch machen. Nach ein bisschen verdichten mache ich das noch. So. Wo sind jetzt die Problemstellen? Das, da reiße ich mal komplett ab. Den ganzen Block. Ich weiß, da waren jetzt auch Unqualifizierte dabei. Ungelernte. Mal schauen, ob das... Ja, ist doch zu groß. Dann teile ich es anders auf. So. Wieder eine Kreuzung weniger. Massive Abwanderung, ja kaum. Also das Spiel neigt einfach ein bisschen zur Übertreibung. Da reißt man mal ein paar Gebäude ab und schon wird massiv abgewandert.
Ah, super. Den Bug hatte ich auch schon lange nicht mehr, dass man es irgendwie schafft, dass man auf fünffach ist. Es ist aber einfach in Wahrheit. So, und ich bin über die halbe Stunde, aber ich habe gesagt, ich spiele durch die ganze Stunde.